ist. Dann kommen Sie bitte jetzt. Du brauchst deinen Kulturbeutel noch. Beeilen Sie sich bitte. Nein, mein Vater hat nichts gemacht, wirklich. Alles gut, alles gut. Wir bekommen das hin, okay? Okay, wir beide. Verstehst du mich? Ich denn? Ich weiß es nicht. Wir müssen los. Liste über den Anwalt Bescheid geben, ja? Okay. Du. Pass auf, Freunde, auf, okay? Kommen Sie. Ja, ja. Okay. Ja, alles gut. Na bitte. Kann ich mich noch kurz verabschieden? Aber kurz, bitte. Jetzt ist gut, kommen Sie bitte. Es reicht. Danke, Herr Köhler. Ja, das hört sich gut an. Vielen Dank. Bis später. Aber er hat trotzdem gesagt, dass er nichts gemacht hat. Genau. Urhaft, das ist ja. Okay. Ja, ich melde mich einfach, wenn es irgendwas Neues gibt, ja? Okay. Ich dich auch. Ciao, ciao. Nicht gut geschlafen, was? Völlig drauf klar. Das sitzt jetzt unschuldig in U-Haft. Unschuldig? Unschuldig. Ich mir nicht sicher. Einfach die Kommentare Halsmaul sparen, halt danke. Wir dürfen die Hoffnung einfach nicht aufgeben, egal was andere hier gerade sagen oder denken. Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe gerade mit einem Anwalt telefoniert und der hat dafür gesorgt, dass kurzfristig eine Einzelgenehmigung stattfinden kann, dass wir Mike besuchen können, also einer oder... Kann ich mit? Ja, also dann müsstest du dich nur anziehen und dann können wir ihn sehen. Ja. Hey, wenn du möchtest, kann ich auch mitkommen, dann... Ja, komm. Okay. Nein. Haben wir alles? Ich glaube schon. Hast du eine Kugel? Es tut mir echt leid, bitte schon, Connor. Ja? Also, es tut mir wirklich leid, dass... Keine Ahnung, das war doch nur eine Frage der Zeit, oder nicht? War's das? Nee, Peggy, war es nicht, weil er unschuldig ist. Und ich glaube weiterhin daran, okay? Und ich werde dafür sorgen, dass er nicht verurteilt wird, weil nichts passiert ist, okay? Auch wenn ich es immer noch nicht verstehen kann, dass Paula zu Mike hält, hoffe ich, dass sie, wenn die Wahrheit rauskommt, dass sie daran nicht kaputt geht. Ich will dich einfach nur als Freundin schützen, verstehst du? Schützen? Dir geht's vielleicht solltest Scheiße. Du mich mal unterstützen, Peggy, ha? Hast du mal da danach darüber ich nachgedacht, ha? Unterstützen. Wie denn? Wie denn? Nee, du kämpfst die ganze Zeit gegen mich, ha? Ja, tut mir leid, der Mann, den ich liebe, ist im Gefängnis, unschuldig. Und meine beste Freundin hält nicht zu mir. Wahnsinn. Dass eine Lilly das nicht verstehen kann oder sonst wer, verstehe ich. Ich bin meine beste Freundin. Nee, Paula, ich halte immer zu dir, egal wann das ja, besser ist. Genau. Genauso wie ich jetzt auch eigentlich zu dir halte. Ja, wie denn? Du bist ja nicht nach deiner Meinung. Guten Appetit. Ich will gerade einfach nur noch zu Mike in den Arm nehmen und gar nicht mehr loslassen. Ich meine, er hat die Nacht unschuldig im Knast verbracht, verdammte Scheiße. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ihm gerade geht. And I've got hope.
viele Jahre bekommt man eigentlich für Vergewaltigung? 3? 4? Wie soll ich das überhaupt durchstehen? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Dass ich total glücklich bin, dass das gerade so ist. Wie es halt so ist zwischen uns, weißt du? Und ich mag dich halt. Nein, ich liebe dich. Was hast du denn jetzt? Ich liebe dich auch. Das soll jetzt hier mein Leben sein? Oh Scheiße. Ich will hier raus. Ja, dann habe ich jetzt mein Abi in den Sand gesetzt. Na und? Ich rufe dich später an, okay? Hi. Hi, Kim. Du siehst aus, als könntest du einen Kaffee gebrauchen. Ja. Oder ein Smoothie, ein auf gesund. Hallo, mein Schatz. Machst du denn da schon wieder? Sorry, Basti. Lappen bist ja, ist unter der Spüle. Ich hab eben gerade noch mal mit der Polizei gesprochen. Alle Dude, die wollen ja nichts mehr von dir. Mike sitzt in U-Haft. Was? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ist das ey, ist ja mega heftig. Ich würde jetzt gerne einen High-Five geben, aber geil. Oh. Ist ja keine Wichser, ey. Endlich hat er es verdient. So schnell? Ja. Ist ja, ich meine, ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich, oder? Dem Staatsanwalt hat das völlig ausgereicht, dass Mike dich so bedrängt hat, irgendwie deine Aussage zurückzuziehen. Und die Beweislage, die ist ja nun mittlerweile auch ey, das so war allerhöchste Zeit. Das, so sieht nämlich aus, ja, dass Anklage erhoben werden konnte. Ist so. Schatzi, freust du dich denn gar nicht? Ja, doch. Oh, es ist vorbei, das war's. Das seine gerechte Strafe. Mike hat keine Chance mehr, dich zu bedrängen. Verstehst du? Schatzi, und vielleicht kannst du irgendwann hier endlich mal damit abschließen. Dann, Ja. Kimi, ist doch alles toll. Ja? Ja, das ist wahrscheinlich auch besser so, als alles, wie es gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe mich mal anziehen, ja? Mach das mal. Ja. Du hast deinen Kaffee gerne mitgenommen. Ja, ich zeig das später. Ich bin so mega kalt. Aber was? Du brauchst du dir echt mal Zeit? Ja, ja. Scheiße, ey, jetzt ist es soweit. Mike sitzt im Knast und das alles wegen mir. Hey, fuck, Mann, was habe ich da nur angerichtet? Aber was soll ich denn machen? Ich meine, aus meiner Lüge komme ich doch jetzt sowieso nicht mehr raus. Alle werden mich hassen, selbst die, die jetzt noch zu mir halten. Meine Freundin ist vielleicht doch mit. Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen, nur sie beide. Und die Zukunft schauen wir mal. Trotzdem danke. Bitte. So, wo sind die Köpfen? Ihre Tür? Ja. Bitte keinen Körperkontakt. Wie geht's dir? Naja, könnte schlimmer sein. Das Wasserbett ist nicht ganz so auf meine Härte, aber... Hey, Connor. Haben Sie keine Kinder? Jetzt mach dich so ein Gesicht, okay? Noch bin ich nicht verurteilt. Die ganze Sache, die bringt uns nicht auseinander, okay? Okay? Hör zu, ich habe mit dem Anwalt gesprochen. Er lässt die U-Haft überprüfen. Das heißt, dass du bis zum Prozess wahrscheinlich nach Hause kommen kannst. Also es wird auch großartig, oder? Ist gut, ja.
Mike. Hey. Guck mich mal bitte an. Du bist unschuldig. Okay? Dein Papa ist unschuldig und das wissen wir. Und das wissen auch bald alle anderen. Das hoffe ich ja. Ja. Wir schaffen das. Wie gesagt, falls es was Neues gibt, melde ich mich bei Ihnen. Und wie war's denn? Wie soll's gewesen sein? Scheiße. Was ist, wenn Papa da jetzt bleibt? Was ist, wenn der da nicht mehr rauskommt? Wir schaffen das, Connor. Also, Mike ist unschuldig und der wird den Prozess nicht verlieren, das ist klar. Komm, das glaubst du doch mittlerweile selbst nicht mehr. Es spricht doch alles gegen ihn, alles. Ist doch nicht das erste Mal, dass irgendjemand unschuldig dann im Gefängnis sitzt. Hey, guck mal, Connor, jetzt beruhig dich erstmal. Guck mal, der Anwalt, der wird schon irgendwie eine Lösung finden. Weißt du, er kommt da irgendwie raus. Ja. Ja. Es gibt eine Lösung. Wenn diese dreckige Pampa endlich mal mit ihren scheiß Lügen aufhört, wenn die einfach mal die Wahrheit sagt. Nur wegen der ist mein Vater da drin. Scheiße, es reicht, hey, Alter. Hey. Was? Was hast du denn jetzt vor, bitte? Ich bringe dieses Miststück dazu, endlich mal dazu zu stehen, was die mein hey, Vater Connor, angetan Connor, hat. Hey, Connor, stopp! Was denn? Was bringt es jetzt, wenn du aggro zu Kim rennst? Hör, sag es mir. Soll ich dich bei der Polizei abholen? Was bringt es, Mike? Was? Was sollen wir denn sonst machen? Ich werde mit ihr sprechen. Ich meine, klar, sie will Rache. Ja, aber sie wollte bestimmt nicht, dass er in den Knast landet. Und ich werde mit ihr reden und sie wird... Ich werde mit ihr reden, okay? Und du passt auf und ich melde mich, wenn ich bei ihr durch bin. Okay? Es muss doch irgendeinen Weg geben, Kim davon zu überzeugen, dass sie gerade einen Riesenfehler macht. Sofort mit der Wahrheit raus und sagst es, ja? Paula, Mike sitzt wegen dir unschuldig im Knast. Du zerstörst dein ganzes Leben, Kim. Er hat keinen Job mehr, hat kaum noch Freunde. Huh? Alle halten ihn für einen Vergewaltiger. Weil er einer ist. Weil er keiner doch, ist. Paula, jetzt geh oder ich ruf die Polizei. Dann ruf die Polizei, dann hat kann sie wenigstens, sie nein, mal dann hat davon, sie wenigstens die Gelegenheit, mal zu sagen, was Phase ist. Sag mal, Kim, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, hier die ganze Zeit rumzulügen? Was muss denn noch passieren? Während wir hier reden, sitzt er im Knast, Kim. Er sitzt im Knast. Nein, Mann, Gang runterfahren. Nein, es ist einfach unrecht, weil sie eine scheiß Lügnerin ist. Sie ist keine Lügnerin, was denkst wie du denn? Wie krank muss man eigentlich im Kopf sein, Kim? Wie krank muss man sein, ha? Es reicht. Wann soll das enden? Wenn er komplett schuldig gesprochen ist, ha? Dann gibt's keine Chance, das mal wieder gut zu machen. Du Paula, zerstörst es sein reicht Leben. Jetzt. Nein, doch, es nein. Reicht. Kim, du sagst, das ist die letzte Chance, die du hast. Paula, meine Fresse. Kim! Toll. Kim, toll? Ja, was kommt? Sag was? Ihr das! Sag ihr das! Kim, er trägt es einfach nicht, die Wahrheit zu hören. Das hat man ja gerade wieder erlebt. Die, irgendwann muss dieses Mädel doch mal ein Einsehen haben, ha? Kim! Kim! Bleib stehen. Lass mich los. Ich will für dich da sein, Kim. Jetzt hör auf. Ich möchte dir helfen. Nein! Komm her. Ich will dir helfen, okay? Ich will dir alle mit helfen. Beruhig dich bitte, Kim. Ich kann nicht mehr. Was ist denn los? Bitte lass mich einfach. Was ist los, Kim? Komm, jetzt steh auf. Ich mach mir wieder ein bisschen Haltung. Was ist los? Keiner. Glaubt mir, man. Alle hassen mich. Kim, hör auf, dir so eine Scheiße von Paula einreden zu lassen, ja? Das ist so. Das ist nicht so. Kim, hast du vergessen, was Mike dir angetan hat? Hast du vergessen, wie er dir wehgetan hat, Kim? Hör auf, dich so unterbuttern zu lassen, Mann. Du bist so eine starke Frau, Kim. Ja?
Komm her. Du schaffst das. Mike hat es noch nicht mal verdient, im Knast zu sein, ja? Das ist zu gut für ihn, Mann. Er hätte es heute nie wieder in sein scheiß Leben Fuß zu fassen. Ich glaube mir. Du hast einfach gar keine Ahnung. Weiß. Glaub mir, du hast gar keine Ahnung. Tim, ich weiß das. Ich weiß, dass ich keine Ahnung habe, aber ich glaube, es ist auch so schwer, sich in deine Lage hineinversetzen zu können. Aber ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist. Mann, aber das, was ich weiß, ist, dass ich immer für dich da sein werde. Immer, Tim. Ich werde immer für dich da sein. Genauso wie Basti, Rick, Peggy, alle. Nick. Glaub mir. Alle werden mich hassen. Alle werden mich hassen. Und das Schlimmste ist, du wirst mich auch hassen. Was meinst du damit? Was willst du mir damit sagen? Lass mich einfach nur noch in Tim, Ruhe. Was willst du mit mir sagen? Was Nick, lass mich einfach nur noch in Ruhe. Tim. Kommt schon wieder. Sag mal, ist das dein Scheiß Ernst? Geht's noch? Paul, hast du irgendwas gemerkt, was du hier für eine Show abgezogen hast? Du kannst doch nicht hier reinkommen, Kim anschreien und ihr dann noch unterstellen, dass sie lügt. Entschuldigung, dein Mike sitzt nicht ohne Grund im Knast. Er hat sie vergewaltigt. Hat er nicht. Boah, Paula, ich glaube, es ist einfach das Beste, wenn du jetzt aufstehst und gehst. Nee, ich warte so lange, bis sie hier ist. Hey, ich bin wieder da. Ich glaube, jeden Tag ist es nicht. Ja, war nicht, schätze. Was machst denn du hier? Ja, Paula, erzähl doch, Basti, warum du hier bist und was du gemacht hast, ne? Ich warte, dass Kim wiederkommt und endlich die Wahrheit sagt. Sag mal, willst du mich verarschen? Wir haben das doch letztens schon mal geklärt. Paula, bitte geh. Nee. Wie, bis sie wiederkommt? Wo ist denn Kim? Ja, Paula, wo ist denn Kim? Wo ist Kim? Paula hat sie hier angeschrien, hat ihr erzählt, wie scheiße sie ist und dass sie lügt, dass Mike sie vergewaltigt hat. Und dann ist Kim einfach aus der Wohnung gerannt. Wohin? Sag mal, spinnst du? Hast du eine Meise? Weißt du, wie Kim in letzter Zeit geht? Ich mach mir schon mehr als genug Sorgen um dieses arme kleine Mädchen. Da kommst das du arme kleine Mädchen lügt. Das lügt, das sollst du ja woher wissen. Hast du sie gesehen? Sie hat einen Abschluss nach dem anderen in letzter Zeit. Ja, weil das ist ihr schlecht, Scheiß, ist klar. Mein gewaltiger Freund, ihr sowas angetan ja, hat. Ja, und das weißt du, ja? Er sitzt im Knast und schon. Ja, zu Recht. Nein. Nee, ran. Kannst du bitte gehen? Nee. Kimi, Nick, wo ist denn Kim? Was heißt keine Ahnung? Ich weiß nicht, Kim hat gesagt, die war so weird, die hat gesagt, dass wir alle sie hassen werden, dass du sie hassen wirst, ich. Was? Dass alle sie hassen und dass sie nicht mehr weiß, was sie machen soll und dann ist sie weggerannt und... Ey, Basti, ich mach mir echt Sorgen. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Ich dachte, ich lasse sie in Ruhe, aber ich mach mir, glaube ich, jetzt gerade vor dir Sorgen, dass sie... Paula, ey, ohne Scheiß, wenn Kim irgendwas zustößt, dann bist du schuld. Ich schwöre, dann bist du sowas von schuld. Ich klappe jetzt, ihr bleibt bitte hier, ja? Meldet euch sobald Kim wieder da ist. Ich klappe jetzt alle Plätze ab. Ruhe auch an, wenn du sie findest. Basti, warte! Basti! Nach allem, was Kim jetzt durchgemacht hat, nachdem Mike sie vergewaltigt hat, hab ich gerade... So, ja, Kino, das Gefühl.